ADAC GT Masters Rennen 2 auf dem Dune Circuit von Zandvoort. Und da gab es zu Beginn erstmal etwas aufzuarbeiten. Statt Tim Zimmermann steht Simon Connor Prim auf Pole. Grund ein Vergehen von Zimmermann im Qualifying. Und auch Tom Kalender wurde bestraft. Wegen eines technischen Verstoßes muss er von ganz hinten starten. Apropos Start, die Ampel geht auf grün, auf geht's ins zweite Rennen. Simon Connor Prim bleibt vorne, dahinter Simon Ovega und Mike David Ortmann. Plötzlich dieser Ausritt von Jonas Karklis, die Wiederholung zeigt, er fährt einfach geradeaus ins Kies. Dafür verantwortlich wohl ein Schaden am linken Hinterrad. Die daraus resultierende Safety-Car-Phase gibt der Rennleitung Zeit, ein paar Strafen aufzuarbeiten. Mit dabei gleich drei Fahrer aus dem Führungsquartett. Sowohl Prim als auch Zimmermann und Wiebelhaus müssen in die Penalty-Zone, weil sie sich am Start nicht korrekt verhalten haben. Mike David Ortmann wird's freuen, er jetzt der neue Führende. Und der bekommt Direktdruck von hinten, vom Lokalmatador Maxim Osten. Der nach rundelangem Behaken hier in der ersten Kurve nach der Startzielgerade sogar am Aston Martin vorbeiziehen kann. Nach den Stops vorne keine Veränderung. Leon Köhler, der von Osten übernimmt, bleibt in Führung. Der letzte Rennabschnitt dann vor allem durch zwei Full-Course-Yellow-Phasen geprägt. Die erste, weil Max Reiß von Haupt Racing hier gegen die Wand knallt und sein Mercedes abstellen muss. Die zweite, weil der Lamborghini von Benjamin Heitz hier auf Startziel sein Heck verliert. Am Sieg von Leon Köhler und Maxim Osten im BMW von FK Performance Motorsport ändert das nichts. Sie gewinnen das zweite Rennen auf dem Dune Circuit von Zandvoort.